Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu den Hearthstone Pack Openings. Neue Expansion, neues Glück. Fractured in Eldritch Valley heißt das Ganze. Und das hier ist tatsächlich eine goldene legendäre Karte, die ich bekommen habe, weil ich es vorgestellt habe. Welche Ironie, oder? Natürlich ist es ein Parfüm. Ich bin das größte Parfüm-Fangirl und bekomme natürlich ein Parfüm. Das muss Schicksal sein. Ich mag die Karte echt. Und die wollte ich mir sowieso craften. Zwei meiner Wunschkarten direkt bekommen. Das nenne ich Glück. Das nenne ich abnormales Glück. Hey, wie geil das ist. Gut, hier werde ich die Aufnahme pausieren und das kurz kaufen. Ihr wisst das. Das mache ich ja immer. Also bis gleich. So, ihr Lieben, dann geht's auch schon weiter. Erhält neue Belohnung auf dem Belohnungsweg. Ja, vor allem erhalte ich jetzt erstmal ihn. Auch so eine coole Karte. Da sind echt ein paar coole Karten dabei. Und hier auch Mercenary. Finde ich auch sehr geil, weil mir macht der Moos unglaublich viel Spaß. Ob ihr es glaubt oder nicht. Vanessa, die Söldnerin. Na, guck. Und die gibt es auch nochmal hier als Skin für Level 2. Na gut. Gut. Ihr seht es da unten. Ihr seht es nicht, weil ich das blockiere, ne? 5400 Gold. Abnormal, oder? Ich feier's. Und das werden wir jetzt schön ausgeben. Und zwar gebe ich jetzt mein gesamtes Gold für diese wunderschönen Karten aus. Weil, warum nicht? Und da bin ich bankrott. 0 Gold übrig. Bedeutet, wir haben jetzt ein Cardpack-Opening von 143 Karten. Das wäre lustig. Ich mache das wieder mit der Tastatur, weil sonst werde ich wieder müde. Ah, das wird witzig. Also ganz ehrlich, ich will mich jetzt schon nicht mehr beschweren. Die beiden Golden Legendaries, das war alles, was ich wollte. Ja, so schlimm ist nicht, aber das war echt, weiß nicht. Das sind ja viele Karten, die liebe ich. Auf die habe ich mich richtig gefreut. Dass ich die direkt bekomme von Gold. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das ist halt für mich ein Highlight. So, jetzt öffnen wir mal die Goldene. Komm schon, noch ein Golden Legendary hier. Nicht wirklich. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Golden Legendary wäre heute jetzt der absolute Jackpot. Golden Epic. Na gut, okay. Okay. Drei haben wir noch, das ist halt immer spannend. Bei den ersten 10 Packs bekommen wir ja garantiert ein Legendary und naja, ich bekomme es garantiert nicht. Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Die goldenen Karten. Zwei meiner Favorites direkt in Gold bekommen, was willst du mehr? Let's get this party started. Und auch Frank, sie hat schon das beste Pack-Opening. Oh nee. Ist auch eine coole Karte. Wir bekommen das Girl. Hey, das ist doch cool, weil die ersetzt alle Diener in der Hand schon im Deck. Bedeutet, die sind ja auch alle Gold, weil sie Gold ist. Naja, okay. I take it, I guess. So, jetzt brauche ich die Maus nicht mehr. Naja, wie gesagt, golden Legendary. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte doch nur golden Legendary. Ist doch nichts. Neutraler Sammler, wir bekommen auch die ganze Zeit Achievements. Vielleicht können wir durch die Achievements auch noch hier die Vanessa da freischalten. In Gold. Wer weiß. Finde ich es auch nicht schlimm. Level 1 bekommen wir ja schnell. Oder Level 2, was ist das? Nicht wirklich eine Karte, die ich haben möchte. Weil die Karte ist super verdammt schlecht. Weil Celestial Alignment ist tausendmal besser als diese Karte. Ganz ehrlich, solange Celestial Alignment nicht genervt wird, braucht man diese Karte nicht. Ist einfach so. Oh, das ist eine coole Priesterkarte, die mag ich. Die Epic, die ist klasse. Aber die auch, die Warrior-Karte. Das Blöde ist, Warrior hat fast 1000 Wins. Warrior werde ich erstmal nicht spielen, deswegen freut mich über diese Demon Hunter Hero-Karte, weil Demon Hunter... Da muss ich noch so viele Wins machen, bis ich bei den 1000 bin. Und ich glaube, die Karte wird da helfen.
Die ist echt cool. Nerd. Yay, eine der schlechtesten Karten im Set. Juhu. Ich freue mich. Nicht. Gott, was hat sie mir für ein Ziel? Wie viele Legendaries möchte ich haben? Fünf weitere Golden Legendaries. Nee. Fünf weitere Legendaries. Ich bin eigentlich schon zufrieden, weil die Golden so gut waren. Der Geistbrecher. Naja. Ist eher so eine Meme-Karte, nicht die beste Karte. Aber hey. Why not? Ja, Schneemann bauen. Das ist auch eine coole Karte. Das haben die auch extra gemacht. Oh, weil Weihnachten bald ist. So von wegen. Ha! Ich zur Weihnachtszeit eine Weihnachtskarte. Fehlt nur, dass der Weihnachtsmann höchstpersönlich, dass Santa Claus eine Karte wird. Da warte ich noch so ein Ork verkleidet als Weihnachtsmann. Warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht Blizzard? Let's go. Blizzard macht es. Bisschen wenig Epics für meinen Geschmack. Da hatte ich in der Vergangenheit immer mehr Glück. Hier eine der besten Karten im Set, die Eule. She said it. Ich meine, du kannst den Todesröcheln-Effekt so oft wieder verwenden und kannst mit der neuen Priesterin-Heldenkarte machen, kannst damit den Parfüm machen von Tamsin. Die Eule wird echt krass. Glaubt's mir. Oder man stirbt halt vorher. Das geht natürlich auch. Ich glaube, die Eule wird heftig. Das ist auch eine gute Karte. Entweder die Karte zieht mit den niedrigsten Kosten oder die teuerste. Auch sehr, sehr stark. Freut mich. Hätte ich gerne ein zweites Mal. Vor allem, weil der Druide auch noch so viele Wins braucht. Soll wohl ein Zeichen sein, ne? Dich in der Hand, Hero Card, Druid Hero Card. Naja. Wie gesagt, über die Druiden Hero Card freue ich mich nicht so wirklich. Weil die in meinen Augen nicht gut ist. Wegen Celestial Alignment. Gebt mir mehr Epics. Und bitte nicht den Geistbrecher nochmal. Immerhin eine coole Paladin-Karte in Gold. Ich mag die. Divine Shield und Lifesteal ist schon strong. Ist schon strong. Okay, vier weitere Legendaries noch. Die Epic nehme ich auch, die hatten wir schon. Und zwar hatten wir die schon in Gold. Ich hoffe, die kann ich jetzt kein zweites Mal bekommen, weil die habe ich ja technisch gesehen nur einmal in Gold und einmal nicht Gold. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das so ist. Weil Hearthstone hat ja Duplikat Protection. Ich weiß nicht, ob das dafür gilt, wenn man die einmal in Gold hat und einmal in Epic. Einmal in Gold, einmal in normal. Die Epic. Das weiß ich leider nicht. Hoffen wir, dass wir die Karte nicht ein zweites Mal ziehen. Ein bisschen mehr, ne? Immer nur so typische Hearthstone-Packs. Selten, selten, selten. Keine Epic, keine Legendaries. Aber wie gesagt, die Golden Legendaries sind halt godlike. Das ist auch eine coole Karte. Das war eine sehr gute Epic. Das nehme ich. Ich glaube nicht, dass diese Karte gespielt wird. Nächste Choose One Karte kostet zwei weniger. Nö. Vielleicht wird sie doch gespielt. Kann man Nourish schneller bekommen. Who knows? Oh Gott. Legendary. Vier Stück noch, Leute. Wir kriegen noch vier Legendaries. Das ist mein Ziel. Ihr wisst es. Wenn ich das sage, dann bekommen die auch. Also. Raus mit euch, ihr Legendaries. Epic? Oh nee, nicht der. Der Schleckmeck. Hey, der klingt besser als im Englischen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der im Englischen hieß, aber so cool klang der nicht. Schleckmeck. Ist halt keine gute Karte. Aber hey, wir haben ihn. Ist
doch alles, was zählt. Man sammelt die Karten, ja. Selbst wenn sie kackig sind. Sonst hätte ich nicht Murabi oder so. Hätte ich den schon lange enchanted. Aber so. Hey, eine coole Karte. Hier ist der Wildlord. Wie gut die Karte letzten Endes ist, bin ich sehr gespannt, aber die ist definitiv nutzbar. Ist eine witzige Karte. Ich weiß gar nicht, was will ich denn noch für Legendaries haben wollen? Gute Frage. Wahrscheinlich ein paar mehr Hero Cards. Die Hero Cards sind dann nicht mehr ganz cool. Vor allem die Rogue Hero Card. Wenn ich die nicht bekomme, werde ich mir die in Gold craften. Weil die ist echt geil. Und da ist der zweite Schleckmeck. Leckmeck! Leckmeck an der Kniescheibe, du Schleckmeck. Echt? Nee, also. Wenn ich die Rogue Hero Card nicht bekomme, die ich als ultra stark ansehe, dann werde ich mir die craften. Zwar in Gold. Das war jetzt die Ansage. Ich crafte mir bei jedem Pack-Opening eine Legendary in meinem Gold. Und es wird dann eine Scabs. Ich glaube, die wird im Standard und im Wild sehr stark sein. Ja, das zweite Mal Gabe der Nahrung. Nice. Jetzt kommen so langsam die Epics rein. Oder so die Legendary ist auch eine coole Karte. Wie stark die ist, weiß ich nicht. Schwer einzuschätzen. Aber coole Karte. Am besten direkt die nächste Legendary hinterher. Das ist auch geil. Monströser Leutnant. Problem ist, was bringt dir der monströse Leutnant gegen Questhunter? Richtig. Gar nichts. Also, ja. Aber falls irgendwelche Greedy Control Decks irgendwie Meta werden, dann ist der cool. Definitiv. Blutgardist. Naja. Vielleicht eine Karte für Warrior. So mit Reverence-Effekts und so. Aber das war's dann auch schon. Der Bergbär, eine Hunter-Karte. Komplett irrelevant, wenn man die Hunter-Quest hat in Wild. Ganz ehrlich. Das ganze Hunter-Karten sind kompletter Murks. Gut, die Hunter-Hero-Karten sind ganz witzig. Gut würde ich jetzt nicht sagen. Zumindest nicht für Wild. We will see. Vielleicht täuscht mich auch. Okay. Erinnere mich an Night of the Wild. Grand Tournament. Nur da muss man den Typen in der Hand halten. Schreckliche Karte. Ich glaube, der ist besser. Der Säbeltier. Was war das für ein Pack? Garbage war das. Ja, das ist die zweite Karte davon. Perfekt. Der Druide kann somit gespielt werden. Der Druide kann somit gespielt werden. Das 100. Mal die Eule. Die kann gerne mal in Gold erscheinen. Apropos Gold. Aber ich wollte nicht das Feld des Kampfes. Och man. Ist das kacki. Sturmlanzenmeister. Naja, wie gesagt, ich hätte lieber die Eule oder so in Gold, weil ich mir vorstellen kann, dass sie definitiv gespielt wird. Weil sie auch ein bisschen slow ist, ne, für Wild. Muss man sehen. Mich interessiert ja eigentlich nur Wild. Weil Standard spiele ich sowieso nicht. Wofür habe ich die ganzen Karten mir damals gekauft? Und die kann ich halt nur im Wild spielen. Das ist auch eine interessante Karte, ne? Vertauscht Angel von Leben aller Diener auf der Hand beider Spieler. Voll interessant. Nerd. Ja, ein Epic. Und zwar, nein, der zweite Geistbrecher. Schneeballschlacht. Die Karte ist gut. Kann gerne noch ein zweites Mal auftauchen. Schneeballschlacht ist eine gute Karte. We will see. Kommt schon noch ein Hero Card. Wie gesagt, den Scabs werde ich mir so craften.
Eigentlich noch nie, und gerade Carrier finde ich auch ziemlich geil. Ja, Carrier hätte ich vielleicht auch noch gern. Sei einfach mal ehrlich. Turmoffizier. In Gold. Hat's das gebraucht? Nicht wirklich. Die Themsen-Karte ist vielleicht auch ganz witzig, aber spielt's eh Blood Reaver Guldan. In Wild. Bedeutet, ich weiß nicht. Wenn ich die wirklich brauche. Und da ist der zweite. Frostsäbler-Material. Materialchen. Oh, voll im richtigen Geschlecht bleiben. Dass das schon so explizit steht. Ich habe dich nicht bestellt, du blöde Eule. Ich habe dich in Gold bestellt. Warum bist du nicht in Gold? Der taucht gleich zweimal auf, so Bock hat auf mich. Ja, Epic. Frostfalle. Geile Epic. Und das ist Ballender Steinbruch. Heißt sie nicht irgendwie Hearthstone auf Englisch? Stonehearth, ich glaube schon. Eine Karte, die ich überhaupt nicht haben wollte. Herzlichen Glückwunsch. Aber hey, Legendary und so. Ich könnte heulen. Mann. Ich will die nicht. Die ist doof. Geben wir eine vernünftige Karte. Vernünftige Legendary. Oh Gott, die Luft wird langsam dünn. Die letzten 50 Packs. Nach dem. Nach diesem grauenvollen Pack. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zwei Legendaries muss ich noch haben, damit mein Ziel erfüllt ist. Aber wie gesagt, beschweren darf ich nicht. Die Golden Legendaries waren komplett on point. Ah. Okay. Interessante Karte. Aber wer spielt Control Warrior? Alle spielen nur diesen Pirate Warrior Kram. Ernsthaft. Ich spiele wenigstens Oldschool Pirate Warrior ohne Quest. Quest ist so braindead. Eingeschneit. Ein Frostzauber für Krieger. Finde ich immer noch innovativ. Nehme ich. Naja. Ich sag's euch. Guckt das Pack Opening zu Forge in the Barrens, wenn ihr Legendary Overlord haben wollt. Das war vom anderen Stern. Ich fasse direkt alle Legendaries. Oh. Herz der Wildnis, Token Druid, Beast Druid. Man nimmt's. So bad. Cyrella hätte ich auch noch gern. Fällt mir gerade so auf. Zero Card, die ist auch ziemlich geil. Der ist auch ziemlich geil. Cool. Ein paar gute Schamanenkarten sind hier dabei. Gib mir Xyrella. Carrier. Xyrella oder Carrier? Wie gesagt, Scabs möchte ich am liebsten in Gold. Also, Carrier und Xyrella sehen ein bisschen anders aus. Die Ausbeute Legendaries ist ein Trauerspiel. Wie immer meistens, ne? Wie oft muss ich nur diesen Sperma-Schall da sehen? Wie oft? Wie oft? Und diesen komischen Vogel. Naja. Verdammt! Ich hätte schwören können, das wäre mal wieder ein Legendary. Auch keine Epic nach 100 Jahren. Ich habe nur Pech. Guckt's euch an. Keine Epics, keine Legendaries. Die letzten Packs hier sind ein Desaster. Oder auch nicht. Ja. So eine interessante Karte. Aber ich glaube, in dem Deck bräuchte man den sowieso zweimal. Und ich habe ihn erst einmal. Ihr merkt die Problematik, ne? Okay.
Der zweite Freeze für den Krieger. Warum nicht? Not amused. Komm schon, zwei Legendaries noch. Zwei Stück. Zwei Stück, das kriegen wir hin. Sind zwar nur 25 Packs nach dem hier, aber das kriegen wir hin. Definitiv. Easy. Das ist das zweite Schattenwort verzehren. Nehme ich. Cooler Spell. Locker, wir kriegen nur zwei Legendaries. Kein Problem. 20 Packs, pff, reicht doch locker. Guck. Sogar in Gold. Und es ist Caps. Da ist er. All mein Lieblingskarten in Gold. Auch wenn die Ausbeute der Legendaries nicht die beste ist in diesem Pack-Opening. Alle, die ich haben möchte, sind in Gold. Und das ist einfach geil. Weil die Karten, die ich haben möchte, ich mag, spiele ich ja dann sowieso. Und wenn sie in Gold sind, umso besser. Ist das geil. Das heißt, ich habe einen Goldcraft frei. Ich glaube, mir wird Cyrella. Crafte mir Cyrella in Gold. Gerade diese Hero Cards lohnen sich meiner Meinung nach in Gold zu craften. Oh, der Leutnant der Verlassenen. Auch eine interessante Karte. Hätte ich gerne ein zweites Mal. Vielleicht wird der Death Rattle Rogue irgendwann mal viable in Wild. Guck, wir haben noch 20 Packs. Ein Legendary ist doch locker noch dran. Sind wir ehrlich. Ich bin ausnahmsweise heute mal optimistisch. Sag ich doch. Und da ist Cyra. Oh, nee. Ist so. Ich möchte noch Cyrella haben. Und Scabs. Und da ist sie. Jetzt fehlt nur Carrier. Komm, Carrier. 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 Nur Carrier und ich bin glücklich. Soll ich mir jetzt Carrier in Gold craften? Ich weiß ja nicht. Wir schauen mal gleich, was noch so alles gibt. Weil ich weiß nicht, ob Carrier gut für Wild ist. Für Standard wird hier absolut amazing. Ich sag mal so, der Teppich ist auch noch ganz cool. Aber ich weiß nicht. Eingefroren, bis der im Feuerzauber wirkt. Ja. Also manche Karten, ich weiß ja nicht. Silence Priest freut sich. Das ist viel zu schwach für Silence Priest. Ja. Gezielten Zauber ziehen ist auch nice. Ist eine gute Karte. Mir kommt es so vor, als wenn mir noch tausende Epics fehlen würden. Mir fehlen noch tausend Epics. Viel habe ich halt nur einmal. Die Girl ist nie zufrieden. Ihr merkt das. Aber einen Legendary kriegen wir locker noch. Locker. Das ist auch geil. Huhn des Erzmagiers. Eine der kurzen Karten im gesamten Set. Ist einfach geil. Epic. Und zwar der zweite Rundschild. Naja, nicht gerade mein Lieblings-Epic. Wie gesagt, Control Warrior. Träumt weiter. So, und ab jetzt machen wir es manuell. Das typische Hearthstone-Pack. Um die Spannung zu erhöhen, machen wir es jetzt manuell. Das typische Hearthstone-Pack. Es bringt mir kein Glück. Ich muss ein Ritual oder so machen, damit ich Glück bekomme. Das typische Hearthstone-Pack plus eine seltene. Komm schon, ein Legendary ist da noch drin. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Mann. Tu doch nicht so. Ich weiß es, dass hier nur ein Legendary kommt. Sechs Packs locker. Ist doch locker noch drin. Ja, gut. Fünf Packs reichen aus. Wir kriegen noch einen. Ein Legendary kriegen wir noch. Und zwar noch nicht in diesem Pack, aber im nächsten. Definitiv im nächsten Pack. Dem ich jetzt ein satanistisches Ritual mache. Sechs. 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 Ich beschwöre den Diablo. Der immer noch keine Hearthstone-Karte ist, aber Mercenary. Ich glaube, ich habe das Ritual falsch gemacht, aber immerhin eine Epic. Immerhin. Und es ist sogar der Leutnant der Verlassenen. Hey! Die seltsame Karte in Gold.
Okay, ich mach das nochmal. Jetzt langsam. Hat niemand gesehen. Ich bin einfach keine richtige Totenbeschwörerin oder so. Ich will. Zwei Packs. Locker noch drin, Legendary. Locker. Im letzten Pack dann. Ich glaube, es wird nichts mehr. Aber immerhin Golden Epic. Ah, der komische Drache, naja. Halleluja. 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 Ich glaube tatsächlich nicht mehr in Legendary. Ja. Wie immer hat dieses Girl Pech wie sonst was. Sag mal, wie oft habe ich den Gold? Das ist auch eine witzige Karte, ich nehme ich. Tja, die Ausbeute, was soll ich sagen? Ich habe die Karten, die ich wirklich abgöttisch liebe, in Gold bekommen. Und das ist eine coole Sache. Aber das war's dann noch. Naja, gucken wir mal herstellen. Ach guck, ich habe sogar 2010. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Golden Legendary und Legendary. Mal gucken, was wird. So. Altrektal. Ja, brauche ich die? Ich weiß ja nicht. Den habe ich schon. Den Giant brauche ich nicht. Den brauche ich definitiv nicht. Ah nee, das, den meine ich gar nicht. Vergesst das. Ich meinte den Hunter Legendary Typen hier. Schlechteste Karte im gesamten Set. Hätte ich den bekommen, hätte ich geweint. Der ist halt cool. Wer gut ist, ist ein anderer Fall. Dawngrass ist ganz cool. Wie gesagt, die Person hat kein Geschlecht, ist nur ein Binary. Das ist halt schwierig zu betiteln im Deutschen. Der ist halt brutal, Bro. Ich glaube, den muss ich mir craften. Der ist einfach insane. Den werde ich mir craften. Der ist ganz witzig. Brauche ich aber nicht. Hauptsache, ich habe Cyrella. Den habe ich in Gold bekommen. Alles supi. Den finde ich langweilig. Den will ich nicht. Tamsin ist nur ganz cool. Rockara mag ich überhaupt nicht. Also, die Karte Rockara mag ich nicht. Und, ja, den kriegt man so. Ich bin die Allianz. Und, ja, wenn ich die Allianz-Quest komplettiere, dann bekomme ich den sowieso. Brauche ich mir auch nicht craften. Die ist halt insane. Ist halt die Pfeil auf eine Karte, die wäre schon sinnvoll, aber kriege ich hoffentlich noch irgendwann. Das war's dann auch. Ihr wisst, was mir jetzt craft, oder? Ihr wisst es. Und zwar natürlich den Typen hier in Gold, weil er einfach broken ist. Wird wahrscheinlich auch genervt. Also diese Karte, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Bumm. Ich brauche ja nichts. Der ist komplett krank. Einfach hier Blessing of Authority plus 16 plus 16. Und dann noch Eifer, also. Was zum? Wirklich einfach was zum? Ich weiß nicht, welche Karte ich mir noch holen soll. Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Ich mag ihn, aber ich glaube, ich werde ihn hier spielen. Dawngrass ist noch ganz witzig. Peril ist halt gut. Hätte ich aber lieber in Gold. Ja, und der Rest turnt mich halt nicht so an. Tamsin wäre noch eine Überlegung wert, aber wisst ihr was? Da mir noch so viele Demon Hunter uns fehlen, gamble ich jetzt darauf, dass die Karte gut wird. Darf das. Carrier Teufelsseele wurde gecraftet. Tja, damit hat wahrscheinlich am Ende niemand gerechnet. Aber ich habe sie gecraftet. Zwar nicht in Gold, aber sie ist mein. Gut, ihr Lieben, das war mein Pack-Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, falls ja, falls nicht, könnt ihr das Video und mich gerne unterstützen.
indem ihr ein Favo hier lasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass ich ihn geholt habe. Echt. Mit der nächsten Expansion bin ich auch wieder am Start. Mit dem Pack-Opening. Ihr wisst das. Haben wir wieder 140 Packs. Wahrscheinlich. Ich war damit das Gold zusammen. Und ja. Lustig wird's allemal. Ich würde sagen. Stay awesome. Eure Sissy. Ich bin overall sehr zufrieden mit den Legendaries und so. Weil, wie gesagt, meine Wunschkarten droppten in Gold. Und das hier, das war für mich die größte Überraschung. Die Karte ist einfach so gut. Und ich habe sie in Gold. I love it. Gut, ihr Lieben. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!